Heute gibt es die Wahrheit oder Pflicht, Challenge oder was es auch immer ist, mit der lieben Alicia Marie. Ich hoffe, ihr kennt sie schon. Wenn nicht, ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox und natürlich auch einmal über ihrem Gesicht. Und auf ihrem Kanal gibt es auch ein Wahrheit oder Pflicht Video. Und ja, wir fangen jetzt einfach schon direkt einmal an, würde ich sagen, okay, oder? Okay, bei mir hast du angefangen, also muss ich anfangen, ne? Ja. Mit Pflicht. Ja, mit Pflicht. Das ist ja bezaubernd. Das mache ich ja so gerne. Oh, das ist falsch. Das ist Wahrheit. Ich wollte es reinschmuggeln. Okay, ich habe Angst. Ruf deinen Freund an und sag ihm, dass er auflegen soll. Ja. Okay. Das ist eine sehr sinnvolle Aufgabe. Die ist sehr sinnvoll, ja. Die Aufgabe. Das werdet ihr nämlich in wenigen Sekunden sehen, warum diese Aufgabe so wahnsinnig sinnvoll ist. Achtung, wir rufen mal an. Ja? Du, leg mal auf. Okay. Nicht aufgelegt. Wie ihr es eventuell gemerkt habt, sitzt ihr Freund hinter der Kamera. Ja. So, okay. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Yeah. Rufe bei jemandem an und mach Schluss. Ich würde mal sagen, wir rufen jetzt den Danilo an. Hallo? Ich muss dir was sagen. Ich mach Schluss. Irgendwie, ich habe gestern die ganze Nacht überlegt und heute Morgen auch schon die ganze Zeit. Und irgendwie, es macht einfach für mich gar keinen Sinn mehr. Ich kann das einfach nicht verstehen, wie du mir sowas antun konntest. Ja, willst du? Red dich doch nicht raus! Oh. Du hast dich verwählt. Nein, ich habe mich nicht verwählt. Danilo, das ist mein voller Ernst. Danilo, verarsch mich nicht. Wirklich. Nein, ich stehe nur gerade im Regen, draußen, alleine, im Wald. Natürlich. Willst du auflösen? Hallo? Ja, hallo? Hi, weißt du, wer ich bin? Nein, ich... Ich weiß nicht, wer ich bin. Mia, red mal mit ihm. Ich musste voll weinen, das war lustig. Ja, Wahrheit, ne? Wahrheit? Oder? Ja. Hast du schon mal die Schule geschwänzt und wenn ja, warum? Tatsächlich, ja. Ich wollte nämlich mal auf ein McFly-Konzert. Ich weiß nicht, ob ihr McFly kennt. Kennst du McFly? Nein. Das ist eine britische Band. Da wollte ich unbedingt hin und die waren für ein einziges Konzert in Deutschland und sonst nie. Und das war irgendwie, ich glaube, ein Mittwoch. Und ich wollte da unbedingt hin. Und meine Mutter so, nein, das ist in der Schulzeit. Und ich habe die so lange überredet und voll geheult, bis ich dahin durfte. Und dann bin ich da morgens hingefahren, stand den ganzen Tag vor dieser Halle. Und wie so ein Fangirl halt, ne? Was Fangirls halt so machen. Und dann bin ich aufs Konzert gegangen. Und nicht in die Schule. Spannende Geschichte. Sehr, sehr spannende Geschichte. Dann ziehe ich jetzt mal eine Wahrheit. Wahrheit! wenn es ein Buch über dein ganzes Leben und auch deine Zukunft geben würde, würdest du es dann lesen? Du könntest erfahren, also zum Beispiel, wie du stirbst, oder würdest du es einfach auf dich zukommen lassen? Ich glaube, ich habe eine andere Meinung zu dieser Frage als viele andere, weil ich das Buch lesen würde. Ja, stimmt, viele sagen ja, nee. Die sagen immer alle nee, weil dann weiß ich ja, was passiert, dann ist es ja gar nicht mehr so spannend. Aber ich denke mir immer so, wenn dann in dem Buch steht, keine Ahnung, dass ich nächstes Jahr beim Autounfall sterbe, dann würde ich ja jetzt mein Leben ganz anders leben, als wie ich es leben würde, wenn ich denken würde, ich werde 80. Du wirst wahrscheinlich einfach nicht mehr... Ich würde nicht mehr, gehen, sondern Auto chillen. Ins Auto steigen, ja. Vielleicht auch nicht, ne? Dann muss ich jetzt noch eine Pflicht machen, ne? Ja. Ich mag Pflicht nicht. Oh nein! Warum ich? Stopf dir so viele Salzstangen in den Mund, wie es geht und halte dem anderen eine zweiminütige Rede. So, dann brauchen wir aber die Salzstangen. Müssen wir das unbedingt 2 Minuten machen? Das ist doch viel jetzt zu lang, Minuten, oder? Ist voll. Das denke ich auch viel zu lang. Okay, wir haben natürlich hier was vorbereitet. Beziehungsweise du hast was vorbereitet. Ja. Mal einfach eine, keine Ahnung, 20-sekündige Rede. Mhm. Soll ich mal gerade Stoppuhr machen? So lecker. Das war gut. Und komm mal. So viel wie geht, ne? Klar. Wenn du einfach nicht. Ach, du hältst die Rede schon. Warte. Wie lange machen wir die denn jetzt? Ich kann nicht mehr mit mir reden, ne? Okay. Ich war einfach mal auf Start und gucken, wie lange die Rede ist. Wenn ich einkaufen gehe. Komm mal ein bisschen näher. Ich verstehe dich ja kaum. Du redest von Primark. Du redest von Primark. Ja, du redest von Primark. Ja, das ist ja für die Kinkerei. Und das ist eigentlich schlecht. Also ich wollte eigentlich nicht machen. Okay. Aber ich bin auch gerne. Alles klar. Dankeschön für diese Rede.
waren jetzt ganze 38 Sekunden. Sabber Salzstangen. Kannst du jetzt schön essen. Was bin ich denn jetzt dran? Einer Dingens? Ja? Oh, scheiße. Dem anderen Lippenstift auftragen, ohne die Hände zu benutzen. Jetzt leidest du ja. Warum? Das ist voll gemein. Das wird cool. Ah, oh, ne, ich suche mir einen alten Lippenstift aus. Ich esse mir so lange noch eine Sabbatsalzstange. Ja. Wenn wir jetzt nochmal genau die Aufgabe, dem anderen Lippenstift auftragen, ohne die Hände zu benutzen. Achso, ich sollte wirklich die Lippen treffen. Mhm. Okay, ich darf die Hände nicht benutzen, das heißt, ich mache das jetzt irgendwie mit dem Mund. Aber ich darf ihn schon vorher aufmachen, ne? Ja, bestimmt. Oh Gott, das ist voll rot. Ich weiß. Ich leide unter deiner Pflichtaufgabe. Komm ein bisschen näher. Ja, Mann. Ich auch. Ey, also, es hätte schlimmer sein können. Von Weitem sieht das jetzt ganz normal aus, ja, muss ich sagen. Schon. Ja, wie sehe ich aus? Wunderschön. Ja? Das sieht gar nicht so viel. Soll ich dir noch mehr auftragen? Ich glaube, das reicht. Gut. Okay. Soll ich dir ein Taschentuch holen? Das wäre voll cool. Ich esse mal so lange. Ja, mach das. Möchtest du, wie das aussieht? Kannst mal ein Close-Up machen. Mhm. Mm. Oh, Licht. Das war's jetzt schon mit dem Video auf meinem Kanal. Auf ihrem gibt's natürlich dann auch nochmal ein Wahrheit- oder Pflicht-Video mit ganz, ganz vielen anderen coolen Sachen, die wir jetzt zusammen gemacht haben. Also schaut da mal auf jeden Fall vorbei. Und wir essen jetzt hier noch unsere Salzstangen zu Ende und wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Video von Alicia Marie. Und ja, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Ich hab gerade einen Tschüss nachgemacht. Kein Problem.